Ja, da bin ich wieder, wie versprochen, mit dem nächsten Video. Immer wenn ich die Zeit habe, dann setze ich mich hin und mache gerne das nächste Video. Der Tag hat leider nur 24 Stunden, habe ich festgestellt. Also habe ich schon vor längerer Zeit festgestellt, aber ich stelle es trotzdem immer wieder mit Erschrecken fest. Lässt sich wohl nicht ändern. Deswegen wird das relativ unregelmäßig sein, aber ich versuche es trotzdem regelmäßig unregelmäßig zu machen. Regelmäßig unregelmäßig regelmäßig. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall sollen keine ewigen Pausen dazwischen sein, aber es wird jetzt nicht irgendwie sein, wie bei den ganzen Schminktipps, Leuten, hey, Mittwoch und so, so wie es passt. Genau, jetzt passt gerade, jetzt ist schön, heute bin ich auch gut drauf und jetzt muss mal wieder ein Video raus. Und ich dachte mir, als nächstes Thema ist vielleicht ganz interessant, weil die Frage kriege ich öfters gestellt, wie habe ich denn eigentlich festgestellt, dass ich diesen Gehirntumor habe, dass ich Manfred habe, diesen Glioblastom. Ja, es war eigentlich relativ ulkig, es fing langsam schleichend an, eigentlich mit bei Textnachrichten habe ich festgestellt, dass ich manchmal so ein bisschen komische Sachen schreibe, habe es dann auf die Autokorrektur geschoben und dass das Handy vielleicht eine Macke hat, weil manchmal kamen so Hieroglyphen bei raus und so. Das wurde nach und nach immer ein bisschen schlimmer, habe ich gedacht, okay, vielleicht mal ein neues Telefon holen und so. Das war so die ersten Anzeichen, die langsam, und dann ging es langsam los, dass ich so motorische Ausfallerscheinungen hatte auf der linken Seite. Also ich habe dann mal aus Versehen eine Schale fallen gelassen oder bin immer so langsam angeeckt, irgendwo so am Türrahmen irgendwie. Ich habe einer alten Oma aus Versehen mal einen Tackle gegeben beim Fahrstuhl beim Rausgehen. Zum Glück ist sie nicht umgefallen. Die war sicherlich Eishockeyspielerin früher im früheren Leben oder als sie jung war irgendwie, war der Tackle war so hart, die ist trotzdem stehen geblieben. Ich habe mich ordentlich entschuldigt, es ist zum Glück nichts passiert, aber ich konnte nicht anders. Ich habe irgendwie so einen Linkstrahl gehabt und habe sie dann einfach touchiert. So, und das wurde dann irgendwann so schlimm, dass meine Lebensgefährtin sich dann zum Ende hin fast mit dem ganzen Körpergewicht gegen mich stemmen musste, dass ich geradeaus laufe. Das war auch beim Autofahren dann irgendwann so, dass es mich immer weiter nach links gezogen hat, fast auf die andere Spur, weil einfach die linke Hand irgendwie so ein bisschen rübergezogen hat. Das ging dann recht schnell, das waren so die letzten anderthalb, zwei Wochen war es dann so, dass es halt so extrem wurde. Das heißt, in der Zeit muss der Tumor relativ schnell gewachsen sein. Der Tumor hatte quasi, oder wie die Ärzte so schön sagen, die Raumforderung, auch schön, die Raumforderung, also der Tumor hat dann eine Zyste gehabt, die sich mit Wasser gefüllt hat und diese Zyste hat dann quasi auf der rechten Seite hier auf die Bewegungsnerven für die linke Seite gedrückt, also ne, rechts ist ja sehr alles überkreuzt quasi, spiegelverkehrt beim Hirn, also rechts ist zuständig für links und links für rechts. Hat dann auch die Bewegungsnerven gedrückt, weswegen ich links diese Ausfallerscheinung hatte. Ich habe quasi meinen eigenen kleinen Polterabend veranstaltet in der Küche. Naja, bei manchen Sachen war es auch jetzt nicht ganz so schade. Aber schön ist ja trotzdem nicht. Und wie es bei Männern so ist, ne, die gehen nicht zum Arzt, sagen, naja, der Stress und so weiter. Wartest du mal ab, schläfst du nach drüber, guckst du mal, ne, ein bisschen ruhig, Piano, Piano. Aber zum Glück gibt es auch Frauen, die dann irgendwann sagen, Alter, so geht das nicht, wir gehen jetzt mal zum Arzt. Das war bei meiner Frau zum Glück so. Die hat dann auf einen Donnerstag gesagt, pass mal auf, wir gehen jetzt hier zur Neurologin, die ist hier um die Ecke und die soll sich das mal angucken, weil das ist jetzt nicht mehr lustig. Okay, dann sind wir da hingegangen. Die hat sich das angeguckt und hatte gleich einen Verdacht auf Schlaganfall gehabt, weil das von den Ausfallerscheinungen her machte das so ein bisschen Sinn. Das ging in Richtung Schlaganfall. Die hat dann gleich gesagt, fahren Sie bitte ins Krankenhaus, lassen Sie ein MRT machen. Ich rufe auch in der Notaufnahme an den Neurochirurgen, damit er gleich Bescheid weiß und so. Das war dann auch super, bin ich mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren. Der hat mich untersucht, hat mich dann gleich ins MRT geschoben. Und dann kam dann irgendwann eine Ärztin, also eine Sekunde, der hat mich ins MRT geschoben. Aber er meinte erst, ich weise Sie auf Station ein, weil dann geht das ein bisschen geordneter und schneller als hier in der Notaufnahme. Also wurde ich erst auf Station eingewiesen. Dann wurde ich ins MRT geschoben. Und dann danach kam eine Ärztin zu mir und meinte, tja, Sie haben einen Gehirntumor. Ja, und denkst du, ja, geil, das ist genau das, was ich nicht hören wollte. Irgendwie ist es das, wovor ich immer die größte Angst in meinem Leben hatte. Ich war eigentlich immer gesund. Ich habe gedacht, boah, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre mein Gehirntumor, weil es so abstrakt ist und Gehirn und weiß ich nicht was. Und auf einmal sitzt da jemand da und sagt dir, sie haben genau das. Denkst du, fuck. Also irgendwie hat mich das gar nicht so umgehauen, obwohl es mich umgehauen hat, weil ich irgendwie gedachte, so, naja, das war eigentlich meine größte Sorge, nun ist genau das passiert. Also es war irgendwie schräg. So, dann sage ich, na gut, okay, keine Panik, weil ändern kannst du ja jetzt auch nichts dran. Bin erstaunlicherweise relativ ruhig geblieben. Meine Frau meinte dann auch, war dann irgendwann sehr besorgt, weil sie meinte, naja, du nimmst das jetzt irgendwie zu cool, was ist denn los? Und ich so, ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt, also ich meine, ne?
durchdrehen, was irgendwie bringt mir ja alles nichts. Ist halt jetzt so, das warten wir mal ab. Das Einzige, was ein bisschen unschön war, war halt, das war wieder so typisch Krankenhaus. Die haben gesagt, ja, also sie haben Gehirntumor, aber wie das behandelt wird, das sage ich Ihnen jetzt nicht, das machen die Neurochirurgen. Die kommen dann quasi entweder heute Nacht oder morgen früh, je nachdem, deswegen bleiben sie die Nacht hier. Denkst du, geil. Die geilste Nacht meines Lebens, du liegst da, denkst du, geil, du hast irgendwie so einen Gehirntumor im Kopf, aber was nun gemacht wird, ob operiert oder was auch immer oder nicht und so weiter, sagt dir keiner, das wird dir irgendwann gesagt. So, dann kam nachts die Nachtschwester zweimal rein, hat dich geweckt, weil, oh, ich wollte nur gucken, ob alles okay ist, nichts, ob alles okay ist. Naja, also schlafen konnte ich dementsprechend nicht. Und am nächsten Morgen kam die Neurochirurgin aus der Nachtschicht, also sei ihr dann auch entschuldigt, die hat die ganze Nacht durchgearbeitet und offensichtlich sich auch den Kopf gemacht, das Wortspiel, ungewollt, den Kopf gemacht zum weiteren Vorgehen bei mir und meinte, ja, also es lässt sich operieren. Und da war es schon ein Freitagmorgen, meinte, sie lässt sich operieren und zwar, das machen wir am Montag. Ich so, ui, das ist aber schnell, aber ist ja gut, wenn es eine schnelle Lösung gibt. Und dann sagt, ja, und dann hat sie es kurz erklärt, wird hier ein kleiner Schnitt gemacht und so, und dann wird es rausgezogen und so weiter und bla bla bla. Und sagt, naja gut, ist halt so, wie es ist, aber wenn es operiert werden kann, ist doch gut, weil man hat ja gar keine Vorstellung, wie was da gemacht wird und so weiter. Auch wenn man jetzt nicht Bock hat, dass der Kopf aufgeschnitten wird, aber irgendwie, es war eine Lösung. Gut, sagen wir, na gut, dann ist das halt so. Dann meinten sie, können am Wochenende da bleiben. Dann habe ich gedacht, ja, muss ich da bleiben? Ich meine, Krankenhaus ist nicht so schön, oder reicht es, wenn ich Sonntag wieder reinkomme? Nee, reicht, wenn sie Sonntag wiederkommen, dann habe ich gedacht, cool, dann macht man sich zumindest ein schönes Wochenende zu Hause, wo es schöner ist und ist dann am Sonntagabend, sind wir halt dann wieder rein ins Krankenhaus, damit ich am Montag operiert werde. Ja, und dann wurde ich auf Montag in OP geschoben, beziehungsweise erstmal in Vorbereitung und das fand ich schon irgendwie ulkig, dann lagen da 11 andere Leute als Vorbereitung zur OP, die wurden so alle nach und nach reingeschoben und lagen da und dann liegst du da und denkst du so, tja, gleich wird hier der Kopf aufgeschnitten, das ist irgendwie komisch. Aber ich hatte gar keine Zeit, lustigerweise mir großartig Gedanken zu machen, irgendwie, oh, wie schlimm könnte es werden und bla, und wache ich jemals wieder auf oder nicht und weiß ich nicht was. Weil neben mir lag so ein cooler alter Icke, wo einem das Herz aufgeht, der gleich sagt, na, lass uns heute mal operieren, wa? Haben wir eh nichts Besseres zu tun und so. Und ich sag, ja, so sieht's aus und so, und so einen lockeren Schnack gehabt und so. Das war schon mal ganz gut, es hat abgelenkt und dann kamen die Schwester nach und nach, gingen dann halt die einzelnen Patienten durch, man hatte so seine Akten am Fußende da gehabt und hat nochmal alles abgeglichen, durchgeguckt und so und nochmal nachgefragt und bei dem Icke-Opa halt auch so, und gibt es noch irgendwelche komischen Erkrankungen? Und so, ja, hab ich. Und sie, ja, was denn? Ja, kein Geld. Dann gesagt, alles klar, der Typ, chronische Erkrankung, kein Geld, der kennt's nicht. Und dann wurde als Erster mit in den OP geschoben und hat, ja, dann schön doch noch, viel Erfolg und so. Also es war dann sehr, sehr gut, sehr ablenkend. Und dann die Ober-OP-Schwester da stand dann da in der Mitte und meinte dann irgendwie zu uns so, so Leute, es ist ein schöner sonniger Tag heute, also eigentlich hätte ich jetzt Bock auf ein Sektfrühstück. Wollen wir nicht alle mal ein Sektfrühstück? Ich meine, ich schiebe euch da auch alle hin. Aber ich glaube, die Ärzte haben was dagegen. Machen wir erst die OP, dann das Sektfrühstück. So, also es war, und die hatte so ein Tweety-Kopftuch aufgehabt. Das war zum Glück alles dann sehr entspannt und locker und hat einen diese Stunde super abgelenkt, dass man gar keine Panik hatte vor der OP, zumindest ich nicht. Am Anfang, ne, wo, im Moment der Ruhe, hat man so ein bisschen angefangen nachzudenken, aber das hat es einem leicht gemacht und dann wurde man auf die OP geschoben. Ich bin dann fast so selber auf den OP-Tisch geklettert und dann kam da auch schon die Narkoseschwester, hallo, ich bin die Hanka, und klopfte einem auf die Hand und so und hier, ich suche mal nach einer Ader und sagte, rechts nicht gut, links, und dann ging es auch los und Nadel rein und dann war ich weg. Geht ja schnell bei so einer OP, ne? Da kannst du nicht mehr bis 10 zählen. Und ja, dann wachst du irgendwann auf der Intensivstation auf und leider wurde ich so aufgeweckt. Das war ein bisschen unschön, da haben sie gerade den Sauerstoffschlauch aus dem Hals, aus der Lunge rausgezogen. Die haben sie anscheinend recht lange drin gelassen. Das war so eine Mischung aus, ich ersticke gleich, aber irgendwie auch wieder nicht, weil da war das drin. Das war so ein kurzer Moment, der unschön war. Aber dann wurde ich so nach und nach wach. Und dann kam ich mir ein bisschen vor wie so ein Zirkusbär, weil immer kamen die Ärzte und sagen, heben Sie mal linke Arme und linke Beine, weil die einfach gucken wollten, ob sie irgendwelche Nerven getroffen haben bei einer OP. Geschädigt haben, weil wenn, dann hätte ich linke Arme oder linke Beine nicht bewegen können, wenn sie das beschädigt hätten. Deswegen kam dauernd immer irgendwelches, weiß ich, wurde kurz wach, dann kam irgendein Arzt, mal so, machen Sie Zirkusbär, habe ich kurz Zirkusbär gemacht, pups, dann war ich wieder weg, dann wieder machen Sie Zirkusbär, wieder weg. Also es war immer, keine Ahnung, es muss wohl über 2 Stunden immer mal wieder passiert sein. Wurde mir dann später erzählt von Angehörigen, die da waren, von meiner Frau und von meinem besten Kumpel und so. Und dann so nach und nach kam ich hin zu mir. Und dann war eine coole OP-Schwester da,
die Gina, die meinte so, ja, kann ich Ihnen irgendwas Gutes tun? Und dann habe ich gesagt, ja, ein Gin Tonic wäre ganz schön. Und dann guckte mich so an, meinte so, stellt zwei Flaschen Wasser hin, meinte so, sieht ungefähr so aus, tun wir mal so, als ob ich so gut ist, schon mal ein Anfang. So, dann habe ich ein bisschen Wasser getrunken und dann irgendwann fragte sie noch mehr, kann ich noch irgendwas Gutes tun? Meinte ich, na, wenn Sie schon keinen Gin Tonic haben, wie wäre es denn mit einem Bier? Meinte sie, da hätte ich was. Und dann kam sie mit einem Malzbier an. Wusste zwar nicht, wie es aufkriegt, das haben wir dann gemausert gekriegt, mit einem Bier aufkriegen. Und das war das geilste Malzbier der Welt. Es hat so gut geschmeckt, weil nach 6 Stunden OP, ja, und ich war ja verkabelt überall. Also ich hatte Hirnzugang, an der Hand einen Zugang. Hier war einer festgenäht, da haben sie mir Blut gezapft. Linker Fuß, rechter Fuß und dann noch irgendwie so, also überall war ich irgendwie verkabelt. Das war mit Aufstehen und Umdrehen, war da nichts. Achso, in der Nase hier noch die Sauerstoffdinger und an Maschinen angeschlossen, wo der Blutdruck dann immer gepegelt wurde und so. Also ich war auf jeden Fall ganz hart online. Ich habe mir auch gewünscht, irgendwie vor der OP und währenddessen habe ich gesagt, wenn Sie schon was rausnehmen, wäre schön, also könnten wir es reintun, könnten, also Japanisch fließen wäre ganz schön oder Holländisch oder Saxophon wollte ich schon immer spielen. Nichts der drei haben sie eingebaut. Frechheit, muss ich noch beschweren. Aber gut, ist halt so. Naja, aber lieber Manfred draußen, 96%, hatte ich ja letztens schon erzählt, 4% liegen leider drin, weil andere Stelle, irgendwie Namen haben Stammhirn, da hätten sie mehr kaputt gemacht. Aber gut, das wird ja jetzt anders behandelt. Und dann kam irgendwann der Arzt rein, der mich behandelt hat und dann habe ich mein erstes Süppchen schon getrunken, Frühstück. Mein Donnerwetter, Ihnen geht schon so gut. Ich so, ja, meinte, wissen Sie, das war arschknapp. Ich bin 3 Millimeter an Ihren Bewegungsnerven vorbei. Und denkst du, alter Schwede, 3 Millimeter hat entschieden über bewegen oder nicht bewegen. Das lag ein bisschen auch, glaube ich, daran, da die so eine neue Technik verwendet haben. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber sie haben mich vor der OP beim Test, haben sie MRT-Bilder gemacht, um zu sehen, ne, was Phase ist. Und haben mich dann in so einem Extragerät noch angeschlossen, an Händen und an Füßen, so Dioden angeschlossen, um dann am Kopf Stromimpulse durchgegeben, womit dann quasi meine Hand quasi gezuckt hat. Also die haben quasi eine Landkarte gemacht von den Nerven, also Stromimpuls auf, ne, Bereich X und dann hat der linke Finger gezuckt oder die ganze Hand und so weiter. War wie so eine Marionette, war irgendwie ein bisschen schräg. Aber aufgrund dessen haben sie quasi eine Landkarte erstellt auf dem MRT-Bild, wo welche Nerven langlaufen, für was, damit sie dann diese Landkarte per Augmented Reality auf das Mikroskop vom Arzt bringen, damit er genau sehen kann, irgendwie, aha, da läuft das, da darf ich nicht schneiden, da darf ich schneiden, da nicht. Dass er halt genau auf 3 Millimeter operieren kann. Das ist schon heftig, Hightech, krass. Also, dass das so funktioniert hat, also da bin ich echt, ich hatte auch, als der Arzt da ankam, kurz Pipi in den Augen, hab einen Handschlag gegeben, kurz bedankt für die OP, weil, naja, weißt du nicht, ne? Wenn du Pech hast, jede OP ist ein Risiko, wachst du halt vielleicht auch nicht auf. So, den Kopf konnte ich mir zum Glück vorher nicht machen, wegen besagter Krankenschwester und dem Eco-Ober und so, das war auch ganz gut so. Und naja, und dann war es rührend zu sehen, wie viele Freunde und Verwandte irgendwie da Anteil genommen haben, da waren und sich die Zeit genommen haben und vorbeigekommen sind, Nachrichten geschrieben haben. Und ja, dann ging es nach einem Tag in diese Wiestation, also die haben mich über Nacht da behalten, um mich zu kontrollieren irgendwie. Da kannst du auch nicht wirklich schlafen, weil alle 1,5 Stunden kommt die Krankenschwester rein, zapft dir Blut, guckt den Blutdruck und so weiter irgendwie. Da bist du dann eigentlich auch mehr geredet als alles andere. Und weil man ja so online angezapft ist, an überall irgendwie Nadeln an einem drinstecken, kannst du dich auch nicht umdrehen und schlafen und musst dann eine Flasche Urin machen und das Ganze. Also alles ziemlich unsexy, aber gut, zur Beobachtung einen Tag. Und dann haben sie geguckt irgendwie, ob Sauerstoffgehalt gut ist irgendwie im Blut. Und dann durfte ich zum Glück am nächsten Tag hoch auf die Station und durfte mich in eine Woche lang genesen und das ging dann zum Glück recht gut, keine Schmerzen gehabt an der Wunde und gar nichts irgendwie, also die haben es mir immer gefragt, ob ich Schmerzen habe und irgendwann, so oft wie sie gefragt haben, habe ich gesagt, muss ich denn irgendwelche Schmerzen haben? Nee, wenn sie keine Schmerzen haben, ist ja okay. Ich so, gut, aber ich, ne? Wenn sie so oft fragen, dann denkst du so, ist es verkehrt, wenn ich keine Schmerzen habe? Also anscheinend bin ich gefühlskalt, keine Ahnung. Schwein gehabt. Naja, und nach einer Woche bin ich ja noch raus aus dem Krankenhaus, bin nach Hause und das war noch ganz gut so. Krankenhaus ist ja jetzt auch nicht so sexy, da muss man ja nicht länger bleiben als nötig, aber die Schwestern da auf der Station waren super lieb und nett und so und das war dann auch ganz gut und
Besuch da gehabt, noch ein Löcher und so. Und das ist das, was dann halt auch rührt, wenn man auch immer sieht in solchen Situationen, wer sich meldet, wer vorbeikommt und wie vorbeikommt. Auch Leute aus ganz fern, irgendwie aus USA, aus einer Freundin extra vorbeigeflogen. Und also das ist dann schon, da geht einem das Herz auf und das sind die Tränen, die ich vergossen habe, wegen der Menschen, die sich gemeldet haben. Ich habe nie eine Träne wegen Manfred vergossen, bis heute nicht. Sondern einfach nur, weil ich gerührt war wegen Menschen, die da waren und die einem, beziehungsweise mir, Kraft gegeben haben, auch weiterhin positiv zu denken, wie ich es ohnehin schon gedacht habe, aber es hat mich bestärkt in dem. Und das war sehr schön und das gibt mir Kraft und gibt mir bis heute Kraft und ja, das versuche ich weiterzugeben. Ja, also das war quasi die Geschichte kurz zu, wie habe ich festgestellt, dass ich Manfred habe und wie ist Großteil von Manfred raus. Und tja, die nächste neue Geschichte. Häppchen für Häppchen. Ich will euch ja nicht auf den Keks gehen mit 30-Minuten-Videos. Also, ja, wenn ihr irgendwie Kommentare loswerden wollt oder Fragen habt und so weiter, bitte gerne in den Kommentaren drunter. Ich freue mich über alles und beantworte auch alles. Und das soll ja auch ein Dialog werden. Und wenn ich dem einen von euch, dem einen oder anderen irgendwie auch Mut mache, dann freut es mich sehr und freue mich aufs nächste Video mit euch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Flo wieder.